In diesem Video werde ich zeigen, dass Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler nicht nur immense psychische Belastungen, sondern eben auch gesundheitliche Schäden in Kauf nehmen müssen, um irrationalen Forderungen von politischen Entscheidungsträgern nachzukommen. Moinsen, was geht ab? Willkommen zu What's Up Feedback. Rezo hat es wieder getan. Er hat ein Zerstörungsvideo rausgehauen. Wobei, naja, also genau genommen ist es diesmal kein Zerstörungsvideo, sondern Kritik, die tatsächlich eine ganze Menge Leute betrifft, eventuell auch einige von euch. Das Video geht um das diesjährige Abi, was ja stattfinden soll. Dazu gibt es ja auch einen Plan, der allerdings ziemlich in der Kritik steht, aus berechtigten Gründen. Es fängt ja schon dabei an, dass das, was die Schulen in Deutschland machen, Ländersache ist. Jedes Bundesland backt also sozusagen seinen eigenen Kuchen. Und irgendwie müssen diese Kuchen ja wieder zusammengebracht werden. Und dafür gibt es die Kultusministerkonferenz. Und vor so einem knappen Monat haben die dabei alle entschieden, dass es Abitur in jedem Bundesland geben soll und auch nur mit Prüfung. Dieser Beschluss ist aber nicht rechtlich bindend. Also die Länder müssen sich nicht daran halten. Und im Beschluss ist auch so ein bisschen offen gelassen, dass Länder eigentlich das nachher noch mal ein bisschen anders für sich entscheiden können. Und die ganze Problematik mit dieser Situation, darüber redet Rezo in seinem Video. Und genau genommen gibt es sogar viele verschiedene Problematiken. Die einen haben zum Beispiel schon ihr Abi geschrieben, die anderen müssen jetzt sehr bald ihr Abi schreiben und wieder andere wissen noch gar nicht genau, wann sie dran sind. Auch die Ansteckungsgefahr ist natürlich ein großes Thema. Sowohl für die Schüler, für die Lehrer als auch für deren Familien. Es wird, so traurig das ist, Schulgemeinschaften geben, die den Tod von Lehrkräften, Schulleitungen oder Familienangehörigen zu beklagen haben, die das schulische Leben, den schulischen Alltag mitunter auch nachhaltig beeinflussen können. Dann die hygienischen Zustände in den Schulen. Egal, ob man jetzt noch zur Schule geht oder zumindest mal irgendwann in der Schule war. Jeder weiß, Schule und Hygiene, das ist nicht immer so ein einfaches Thema. Allgemein kann ich euch dieses Video tatsächlich einfach nur ans Herz legen. Es geht rund 20 Minuten, ist allerdings auch wieder sehr informativ und mal wieder genauso aufgebaut, wie wir eben diese Zerstörungsvideos von Rezo kennen. Mit einer ganzen Menge von Fakten und Quellen. Das Ding ist, ich habe tatsächlich niemals Abi gemacht, deswegen kann ich bei dem Thema gar nicht so wirklich mitreden. Aber was Rezo eben auch in seinem Video meinte, ist, dass die Abi-Prüfung wohl gar nicht so wichtig eigentlich ist, weil die eigentliche Note, die man über das Jahr gesammelt hat, viel entscheidender ist. Das könnt ihr sicherlich wesentlich besser einschätzen als ich, wenn ihr Abi gemacht habt oder gerade dabei seid. Ich kann einfach nur sagen, schaut euch das Video von Rezo an. Interessant, für euch vielleicht sogar wirklich relevant. Er zeigt dort natürlich auch wieder Politiker auf, die eben für die Schulen bzw. die Schulbildung in den jeweiligen Bundesländern zuständig sind und die ja alle zusammen dafür gesorgt haben, dass nun wieder so ein großes Thema herrscht, was man hätte vermeiden können. Und die einzige wirkliche Möglichkeit, die Rezo hier sieht, ist, um der Politik allgemein mal zu zeigen, so nicht, ist diese nicht mehr zu wählen. Da zeigt Rezo auch eine Auflistung, in welchen Parteien diese Politiker genau sind. Und da gibt es mal wieder eine, ich sag jetzt mal, ja, Übermacht an den typischen Parteien. Was sind eure Meinungen und Gedanken zum Video von Rezo? Lasst es mich gerne wissen in den Comments. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann findet ihr den Link natürlich unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich freue mich aufs nächste Video. Gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Peace and out.